Willkommen zurück zu einem neuen Part von Stronghold HD vom Dorf zur Festung, das hätte ich fast vergessen. Ich habe mich ein bisschen selber am Kartenbauen versucht und würde sagen, wir starten eine neue Provinz, nämlich willkommen in der Provinz Eisenfels. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ja, ihr seht, wir haben... Wir haben hier ein paar Sachen, die wir machen können. Ich würde auch sagen, wir verschwenden auch gleich keine Zeit und machen ein paar. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Doch, ich das sage, geht das. So. Wie gesagt, ich habe mich hier selber ein bisschen an einer Karte probiert. Ihr seht, ist nichts Besonderes. Hier ist ein kleiner komischer Wasserfall. Hier auch. Der hier rauskommt. Hier kann man so rüber walken. Hier würden die Gegner kommen. Und das ist eigentlich das, was die Provinz ausmacht. Nämlich das Eisenvorkommen, das sie haben. Aber, wie ihr seht... In dieser Provinz kann man keine Steine abbauen. Das heißt, wenn man irgendwas aus Stein bauen will, muss man hier importieren und einen Markt errichten. Und das machen wir doch gleich auch. Genau, dass wir das dann errichten können. Und das Gute ist ja, wir können hier gleich mal ein paar errichten. Hat wirklich gerade vieles Platz. Das ist dann auch wirklich das, was die Stadt an sich ausmachen würde. Würde ich dann sogar so sagen. Genau, haben wir doppelt so viel Platz. Jo. Ich kann sagen, kann man hier noch jemanden, noch ein paar, zwei machen, die hier die Wälder abholzen. Oh. Genau. Und die Walken müssen ein bisschen weiter laufen, aber das ist ja kein Problem. Und so eine große Karte ist es dann auch nicht. Also so lange werden wir uns hier dann auch nicht aufhalten. Aber ich wollte einfach mal zeigen, was man mit wenig Talent und mit einem Karteneditor, der nach einer gewissen Einübungszeit sehr intuitiv von der Hand geht, alles bauen kann. Und das ist das Ergebnis. Ja, nichts Besonderes, aber es hat Spaß gemacht, es zu machen. Und zu errichten, deswegen. Boah. Will ich doch sagen, das gefällt doch. Dann wollen wir mal schauen, ob wir noch. Wir benötigen Holz. Ja, Steine haben wir sowieso keine. Boah, am Anfang, wie immer natürlich. Immer noch das normale Stronghold-Handwerk. Wie gesagt, wir sind hier wirklich ein bisschen, intelligent bauen, in dem Sinne, würde ich sagen, lassen wir mal noch. Können wir eigentlich die Waffenkammer, okay, lassen wir mal, gucken wir mal, wenn wir Militär haben wollen, wie und wo. Sonst machen wir wirklich das, was wir benötigen Holz. Genau, das ist eigentlich das, was die Provinz wirklich ausmacht. Ihre Eisenvorkommen, die wir dann wirklich auch darauf verwenden, auch diese zu errichten. Ich sagen, komm, dann bauen wir sie wirklich da hinten dran. Mal hier die Unterkünfte. Getreidefarm errichten. Brauchen wir was zum Weiterverarbeiten noch. Eine Holzlieferung kommt, gibt es noch eine Mühle und noch einen Bäcker. Und dann sind wir dann alle glückliche Zwiebelis. Ja, Zwiebelis. Was auch immer einem das sagen soll. Aber hey, so ist das halt.
Genau, hier kommen die Holzlieferungen rein. Wir benötigen Holz. Oh, warte. Genau, hier eine Dings und dann können wir hier eine Bäckerei gleich neben dran errichten. Genau. Die dann, sobald es etwas zu arbeiten gibt, arbeiten können. Genau, wir haben hier, ich habe mir hier wirklich gedacht, ich... Was machen wir dann? Da wir ja von hier nichts zu befürchten haben, können wir hier das auch ein bisschen offener... Wir benötigen Holz. Ja, genau, Holz brauchen wir. Blub. Rekids tot. Boah, wie gesagt, nichts Spezielles. Läuft da durch die... Der Hirsch läuft durch das Feld, durch den Eisenfels durch. Als wäre es kein Fels. Wir benötigen Holz. Bisschen wenig Holzhütten. So. Aber wieder ein paar Leute, die was zu tun haben. Holzhackerburm. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ach. Obstgarten. Hoho, wir haben ja die Arbeitskräfte, Hammer. Das ist nix. Weil... Das Volk huldigt euch, Sire. Wir haben zwei Nahrung. Wir könnten keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk huldigt euch, Sire. Genau, wir haben halt nix, womit wir gerade die Hopfen. Genau, hier oben. Na, wir kommen langsam aber sicher in unsere Brauerei. Wir benötigen Holz. Jo. Wir benötigen Holz. Ich bin aber nicht. Kling. Genau, wir müssen halt ein bisschen sparsamer bauen, weil wir halt wirklich begrenzt Platz haben hier. Weil wir dann hier unten, würde ich dann sagen, wenn wir eine Mauer bauen, dann irgendwo hier. Dass wir unsere wichtigsten Güter schützen können. Eine Brauerei habe ich. Genau, aber die Schenke habe ich noch nicht. Wir benötigen Holz. 50 Holz braucht die Schenke. Dun, 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 dun. Ey, nicht nur drei Holz abliefern. Vor allem finde ich lustig, er ist vorher ganz dünn und wenn er zum Biermeister wird, ist er ein fettes Schwein. So, genau. Der Rüstungsschmied machen wir gleich mal hier hin. Müssen wir ihm aber auch eine Schatzkammer, eine Waffenkammer geben, sonst kann er hier nichts damit anfangen. Kann er das hier gleich abliefern. Bring Güter ins Lager. Guten Morgen, eure Lordschaft. Hallo. Sehr schön. Ich habe ein Holz. Ein Holz habe ich. Wir müssen bald noch ein... weiteren Kornspeicher machen. Wenn wir das Holz hätten dazu.
Dann würden wir das machen. Weil nicht, dass die Leute dann nichts mehr reinfüllen können. Das wollen wir natürlich nicht. Guten Morgen, eure Lordschaft. Danke. Wir benötigen Holz. Ach, Menno. Ja, komm gleich. Die Bergmannschaft ist gleich am Start. Wir machen Schwerter. Ihr könnt das machen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Klar gibt's Arbeit. Wer so breitbeinig läuft, der hat Arbeit. Ich speichere mal schnell einmal. Jetzt müssen wir mal Banane. Provinz Eisenfels. So. Und speichern. Kein Bier, mein Lord. Oh, dauert ein bisschen, mein Freund. So viel Platz haben wir nämlich nicht. Kehrt mit Hopfen zurück. Den ersten wohlgemerkt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Hebt die Stimmung der Leute. Oh, wir haben eh eine Rüstung, haben wir. Ist das nicht schön? Du musst die holen, nicht rumliegen lassen. Oh, jo. Gefällt mir bis jetzt sehr, sehr, sehr gut. Hat gepisst. was für ein Dreckssport der. Harnische. Brauchen wir ja auch. Sonst wird's schwierig. Ohne Harnische gibt's keine Armbrüste. Und wir brauchen Armbrüste. Weil ich mache hier ja nur Armbrüste. Denn diese Provinz wird, wenn sie von Bogenschützen beschützt wird, von Armbrustschützen bewacht. Würde ich dann sogar sagen, wirklich hier zu machen. Hier wirklich so eine Kraft zu haben. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Doch. Machen uns das einfach. Wir machen uns ein paar Kinder. Abspeichern. Provinz Eisenfels. Und speichern. Nicht, dass ich mir die andere Datei überschreibe. Das wäre peinlich. Die war ja schön. Das hat sehr Spaß gemacht zu spielen. Jo. Buntes Treiben. Habe ich noch irgendeine Räuberpistole auf Lager? Ich glaube nämlich nicht. Mir fällt gerade nichts ein, was ich aus den Räuberpistolen erzählen könnte. Wir sind bereit. Seid gegrüßt. Hoho, genau. Den ersten Ritter wieder mal. Und los! Und los! Die wir noch haben. Oh, wir brauchen ja trotzdem einen Pikenmacher. Brauchen wir ja auch. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das kommt noch, genau. Oho. Eure Lordschaft? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Und los! Ja, hier, die sind da sich am Betrinken. Jo, aber das soll's für diesen Part gewesen sein. Ich nehme jetzt heute auch nur ein Part auf, zu mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich gerade nicht so viel Lust. Nicht, dass das Spiel ist nicht daran schuld, sondern einfach, ich habe gerade
noch was anderes tun, nämlich für Schule. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Stronghold HD vom Dorf zur Festung, wenn wir uns weiter in der Provinz Eisenfels aufhalten. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.